So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir wollen heute gucken, hat es der Champ geschafft, das großartige Anyhaus zu erwecken. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was es ist. Irgendwas auf jeden Fall mit dem Energieproblem, aber naja, schauen wir mal. Ich bin bereit, wie sieht es bei dir aus, oder? Warte doch kurz, Moment. Oh, ich habe keinen blassen Schimmer, was da uns oben erwartet. Bereiten wir uns einfach auf alles vor. Ja, ich gucke mal gerade, wie meine Pokémon aussehen, ob sie geheilt sind oder nicht. Ne, sonst nicht. Ninalos. Hm. Es klingt schon so irgendwie so nach Drache. Drache, Stahl. Ja, Totonator wahrscheinlich. Ist vermutlich die richtige Wahl. Gut. Und dann gehen wir rein. Ja, so kenne ich meine Rivalen. Endlich bist du auch bereit. Los, gehen wir die in den Marten. Da ist Endynalos. What the fuck? Sag mal, seid ihr etwa trotz aller Gefahr gekommen, um mich zu helfen? Oh, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hoppegeffel, seid so stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann ja seine Pokémon nicht dynamaxen. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endynalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endynalos schon mal auch nicht zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokémon fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, it's Champ Time! Der versucht, sich einfach mit dem Pokéball zu fangen, oder was? Und er hält uns zurück, dass wir wegbleiben. Okay. Das Viech möchte sich scheinbar nicht gerne fangen lassen. So, wir dürfen tatsächlich jetzt gegen es kämpfen. Mit, ja, doch. Und wir greifen mal mit Tortunator. Und ja, es geht nicht mit dieser, mit der Dynamax-Variante. Mit Level 60 ist es, okay. Gut, dann gehe ich auf Panzerfalle. Um für alles gewappnet zu sein. Jetzt setze ich auf jeden Fall erstmal Dynamax-Kanone ein. Ich weiß nur nicht, von welcher Attacke das ist. Okay. Sehr effektiv. Das muss also Typ Drache sein. Dann probiere ich mit Motineva. Mal gucken, was wir hinkriegen. Heißt Speer. Hallo? Dann kannst du deine Attacke dann einsetzen. So. Aha. Zieht zumindest mal auch nicht KP ab. Also es ist definitiv vom Typ Drache. Komm. Ja, Nummer 3. Halbe weg. Dreimal getroffen. Und wird wahrscheinlich jetzt nochmal Giftstreich. Jawohl. Jetzt sind noch so zwei, drei Treffer. Dann müsste Motineva tatsächlich das Endynalos gekillt haben. Eins. Oder ein Volltreffer. Jawohl, Nummer 3. Oh, es ist dann ein... Ah, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es vielleicht irgendwie... Na gut, das ist vielleicht beim Volltreffer reich. 6 Angreifer haben gesessen auf jeden Fall schon mal. Das Pokémon hat so gut wie nichts mehr. Es will nochmal Giftstreich bringen. Kann ich Kehrtwende? Ne, Eissturm. Ich versuche Eissturm zuerst zu bringen. Gut, ich setze Kanone, die Kanone ein. Vielleicht habe ich Glück und es reicht. Und es reicht. Wenn der Eissturm trifft, ist das Viech down. Jawohl. Eissturm trifft, Motineva killt auf jeden Fall erstmal einen Ninalos weg. Gott sei Dank. Ja, es hat lange gebraucht, ins Nom Nom zu trainieren, aber es hat tatsächlich gereicht. Und es hat sich tatsächlich vor allem gelohnt.
Gut, Andy Lawless gehört auf jeden Fall erstmal. Okay, es gehört nicht uns. Es versucht jetzt gerade irgendwie noch was zu reißen. So. What the fuck? Hennalot erscheint. So, Totolonto lebt wieder. Oh, was für ein Koloss. Das schaffe ich alleine. Kämpf, komm, kämpfen wir gemeinsam. Ja, das wird bestimmt wieder ein, ich kann, was? Ich kann es nicht angreifen? Ich kann es nicht angreifen? Eine rätselhafte Kraft hält davon, irgendwas davon ab, anzugreifen. Ach ja, stimmt ja. Das Schwert. Es ist zwar alt und rostig, aber für irgendwas muss es auch gut sein. Okay, verstanden. So, ein kleiner Rückblick zum Schrein. Und da sind Zakian und Zamazenta. Tauchen auf, um uns scheinbar zu helfen. Königsschwert von Zakian wird sein Angriff. Und der wackere Schwert von Zamazenta durch seine Verteidigung. So, hoffentlich reicht es uns. So, es pusht erstmal seine Werte. Noch Lichtschild. Also es hilft uns tatsächlich erstmal defensiv. Und pusht sich gleichzeitig offensiv. Dünner Würm. Ich frage doch was. Warum gehst du eigentlich immer als erstes auf mich? Das sind drei andere und ich krieg den Angriff ab. Kannst du mit Risikotech jagen? Ernsthaft? Zack, 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 da können wir wieder Attacken einsetzen. Jetzt geht's richtig los. Aber du bist trotzdem besiegt. Ah. Ja, probieren wir's. Das so hat's eben auch geklappt. Mit Motti Neva. Und erstmal setzt Zakian den Giganten hier bei ihm.
Ja, das funktioniert ein bisschen. Und auch Zamazenta mit derselben Attacke. Scheiße, ich glaube, das ist ein Eissturm. Weil durch die Dürre kann es jetzt nicht passieren, dass es einstürzt. Dass es einfriert. So ist es richtig. So, nochmal Gigantenhieb. Na, es ist mehr als die Hälfte schon mal down. Und der nächste Gigantenhieb hinterher. Leg mich doch. Okay. Mein Name ist Motineva. So, eins. Zwei. Ah, zieht nicht mehr so viel ab. Zweimal nur. Ja, mach, was ist denn noch anders als Risikotickel? Nochmal Giganten. Nee, wenn wir Glück haben, müsste es sogar reichen. Nee, leider. Oder? Komm mal, das ist Glück. Das müsste eigentlich sogar dürfte verloren haben, weil ich kann nicht alle vier Geister die killen. Ja, aber wenn ich Glück habe, ein Eissturm und einem Risikodeckel. Statusveränderung, okay, aufgehoben. Schon wieder auf mich? Boah, ein KP haben wir noch. Ach, aber auch noch. Und sein Zwolak. Oh nein, doch, einfach das hatte ich. Ja, ist Fortunato verloren. Gewinn mir gegen Animalos. Los, Staff ist hier. Ich probiere so einen Pokéball. Mal gucken, ob wir mit einem Pokéball mehr Glück haben als der Champ. Eins, zwei und drei. Komm, wir haben es. Wir fangen in den Nahen aus mit einem Pokéball. Scheinbar wird jetzt wieder alles gut. Wir haben den guten Rose gestoppt. Und scheinbar wird die Welt wieder gut. Wir sind zu Score City zurück. Nämlich drei Tage später. Wie bitte? Was hat sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt's. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich schon. Viel braucht anders übrig. Ja, dieses ganze Chaos allein geht auf seine Kappe. Er war schließlich der, den er das erweckt hat. Ah, puh, ich habe geschlafen wie ein Kleinschein.
Zu diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ohne Hilfe von Samus Center und Zakian hätten wir Endeavors wahrscheinlich nie besiegen können. Zu Dillian scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match, gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn sogar schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Der Kampf findet natürlich im Zuschauer statt. Boah, sonst. Also, auf geht's! Ja, aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Liebe Leute, ich verabschiede mich heute für Pokémon Schwert und wir sehen uns morgen wieder mit dem Kampf gegen den Champ. Bis dahin und tschüss.